Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, liebe Gäste, bei dieser ausufernden Debatte habe ich mich inzwischen gefragt, wie ich die Sache wohl beurteilen würde, wenn ich auf der Tribüne säße. Da ist mir die Überschrift eingefallen, dass dieses Parlament sich heute als Hausaufgabe gemacht hat, der Öffentlichkeit einmal vorzuführen, wie Demokratieverdrossenheit erzeugt wird. Wir haben ein kompliziertes Thema, das lange bearbeitet wurde, und wir haben uns heute überwiegend damit beschäftigt oder gehört, wer, wie, wann die Nase vorn hatte oder wer was verschlafen hat, mit interessanten Ausführungen ins Tierreich sogar. Ja, es steht inzwischen fest, nach einem langen Entscheidungsprozess oder Findungsprozess durch klare Ankündigung der Regierung, dass die Eckpunkte im Wesentlichen feststehen. Die Eckpunkte sind, die Straßenausbaubeiträge werden abgeschafft. Zum 01.01.20. Ferner steht fest, rückwirkend zum 01.01.18. Also auch ganz ein entscheidender Punkt, Stichtagsregelung. Das wird im Grunde von allen begrüßt. Was also offen ist nach dem Ganzen, ist die Frage der Ausgestaltung dieser Übergangsregelung. Dazu haben wir heute relativ wenig gesagt. Neue Spatenstichregelung ist aus meiner Sicht, da kann ich nur dem Minister beipflichten, schon eine klare Regelung. Mit dem, was mit den Beitragsbescheiden gesagt wird, geht noch ein Stück weiter, wird sicher zu bedenken sein, ist erst heute auf den Tisch gekommen. Eins ist klar, so eindeutig ist diese Regelung auch nicht. Sie wird nicht alle Streitigkeiten beseitigen, im Gegenteil. Wir wissen genau, wie in der Rechtsprechung, in den Prozessen die Entwicklung ist. Da ist ein Bescheid, der dann aus formellen Gründen aufgehoben wird, der wird durch einen anderen ersetzt. Was ist dann zum Beispiel, wenn im Jahre 18 ein schon früher bestehender, aber eben nicht rechtskräftiger Bescheid geändert wird, aufgehoben wird? Was gilt dann? Das sind also komplizierte Fragen, aber nochmals, das ganz Wesentliche ist durch die Ankündigung der Landesregierung entschieden. Darüber brauchen wir nicht hier stundenlang zu diskutieren. Aber wir tun es und ganz offensichtlich nur mit dem Ziel, der Öffentlichkeit klarzumachen, wie gut man selbst ist und wie schlecht die anderen sind. Auch nur so ist zu verstehen, dass uns immer wieder vorgehalten wird, der kann Bescheid. Das war ein Einstieg, den wir gebracht haben, wir haben die Sache ins Parlament gebracht, und ein Satz, den ich jetzt zitiere, und damit höre ich auch auf in dieser Historie, der Einbringung lautete, der beste Straßenausbaubeitrag ist der beste, der nicht erhoben wird. So, unser Ziel war klar, wir sind aber im Ausschuss auch schlauer geworden. Aber nochmals, über die Übergangsregelung können wir im Detail reden, wenn der Gesetzentwurf vorliegt. Vielen Dank.